Was für eine Stimmung hier gleich schon zu Beginn. Und für Gönnergy geht es mehr oder weniger auch schon um alles hier in diesem Spiel, in diesem Opener-Game dieses Spieltags gegen die Protators. Ja, aber Vivod ist schon wieder da. Stark, Junge. Vivod. Maschine. Eine Regel im Fußball, die beherrschen die, glaube ich, sehr gut. Irgendwie immer ein Fuß dazwischen. Und Ecke. Es ist Ecke Nummer 2, heißt bei der dritten. 3. Oh, Nummer 3. Gucken wir mal drauf, ob es auch 100% eine war. Ja, keine Frage. Heißt Penalty. Und da habe ich nun mal den Penalty-Experten neben mir sitzen. Nicht spekulieren. Lange stehen bleiben. Irgendwie versuchen, sich groß zu machen. Ja, und jetzt muss Beister. Oh, Maxi Beister verschießt den. Eigentlich ein sicherer Schütze. So, und wir gucken uns hier nochmal den Final-Fehlschuss an von Beister. Und die Reaktion von Monte und Sascha Hellinger. Enttäuschung. Knapp gespielt im Spiel Nummer 1, noch ohne Gegentreffer. Sie sind die schlechteste Defensive der Liga. Aber das machen sie im Moment sehr, sehr gut. Marcel Eberling mit dem Abschluss, der in seinem zweiten Spiel heute spielt in der Landesliga Bayern Südwest. Der war staubtrocken, aber abgetaucht. Geht Pascal schon wieder fischen. Da geht das Torwartherz aber sowas von auf. 0-0, man sieht keine leichtfertigen Ballverluste mehr werden. Also man geht nicht mehr ganz großes Risiko, denn beide müssen eigentlich gewinnen. Zabat und 15. Die Gönnergy Allstars führen, 11. Minute. Schau dir mal den Sandro an, wie der sich freut. Wow. Gute Balleroberung und dann mit allem, was sie haben, direkt entgegen der Aufbaubewegung von Protators. Eiskalt ausgenutzt. Und das ist die Reaktion von Sascha Hellinger und Monte. Da wackelt die Booth oben. Und es wird plus one. Oh, das ist schon mal sehr stark. Das ist ganz stark. Oh, den hat er, oder? Niklas Reichel hat den. Gehabt. Und das ist der Konter über Dönnes. Also was heißt der Konter über Dennis? Er ist auch alleine auf dem Platz, aber Niklas Reichel hat ihn. Dennis, unwiderstehlich, Dennis! 2-0, 13. Minute. Und guck mal, wie die abgehen, ey. Okan Dönmez vom SV Köln, Deutz 05. Das macht er überragend, das ist kein Foul. Karim Tafi einmal abgekocht und dann gibt ihm ins lange Eck. Und das ist eine überragende Idee. Was ein Pass, Dönmez! Und da ist er da. Dieses lange Bein des Pascal Wiebrot. So kannst du natürlich nicht hingehen, aber also erstmal dieser Pass ist Welt. Das ist überragend. Perfekt getimed. Und perfektes dann Tempo. Will Zaman halt, das macht er gut, alles sauber. Ah, da kannst du mit offener Sohle nicht so hin. So, jetzt aber Überzahl. Irgendwie diese 1 Minute und 10 Sekunden noch überstehen in der zweiten Halbzeit in Unterzahl. Ja, die machen das jetzt, oder? Nein! Was? Das machen sie nicht und das ist schon krass. Den haben wir hier beide drin gesehen am Komplatz. Das will ich noch mal sehen. Lang gestanden. Oh, das Tor ist ja das fast gibt's leer, nicht. Das gibt's nicht. Krasnitschi hüpft gegen 2. Krasnitschi! Oh. Das ist überragend! Und er baut sich von Monte und Sascha Hellinger auf. Das ist ein überragendes Tor. Aber direkter Anschluss vielleicht. Bildschrei. Niklas Reichel. Alles geht in Richtung Fäuste hochnimmt, ey. Wie Phoenix aus der Asche. Krasnitschi schickt einen Limo holen, den zweiten in die Schule und dann den Goalie auch noch auf die Rutsche. Und dann in den Winkel. In den Giebel. Da passt kein Liridon Krasnitschi lässt Monte die Scheibe fast einschlagen hier. Nicht Gegner, nicht Schiri, nicht das, was hier passiert, das wir provozieren. Bleibt bei euch und zeigt die zweite Halbzeit genauso wie die erste. Die Protators versuchen jetzt höher anzuschieben. Mit 4 Mann tief im Vorgarten von Gönnergy attackieren die. Und das gibt natürlich Raum zum Kontern. Dönmez! 4-0 durch Okan Dönmez. Was ein Konter! Und die macht das sehr, sehr hübsch. Aktuell in den Final Four. Die Protators noch mit allen Chancen. Und guckt euch das an. Die Gönnergy Allstars wieder da. Und die Gönnergy Allstars mit Nummer 5. Marvin Ayliese vom VfL Fichtal und gib ihm.
Pre-Match Player of the Game. Krasnici, Krasnici, vielleicht hat der auch Chancen. Zweite Bude, Liridon Krasnici. Mit dem 6:0. Überragende Vorarbeit. Toll gemacht von Marcel Ebeling. Und Krasnici mit dem zweiten Treffer. Oha. Guckt euch das nochmal an. Und bitteschön, deine Bühne. Und es ist Galaxy Fast Forward. Und es macht das 7:0 durch Hayrula Alici. Wahnsinn. 7:0. Keine Chance für Pascal Wiewodt. Und das ist es dann gewesen. Wir haben am ersten Spiel, am Matchday 8, direkt die erste absolute Vollsensation.